Toll. Fulda im Jahre 1148. Da der Buchdruck von Herrn Gutenberg noch nicht erfunden ist, kopieren Mönche in sogenannten Skriptorien per Hand den damals größten Bestseller der westlichen Welt, die Bibel. Fehler durfte man sich dabei nicht erlauben. Tja, so war das zu einer Zeit, als es Steuerung C und Steuerung V noch nicht gab. Brüder, schlechte Nachrichten. Der Papst hat ein Dekret erlassen, dass es ab jetzt nur noch 12 Jünger sein sollen. Was? Ja, tut mir leid, aber der Manfred ist scheinbar raus. Oh, das darf doch wirklich wahr sein! Warum ist das? Warum soll das? Rausgerissen!